Herr Troller, wir sitzen an der Pont d'Almar in Paris in einem Café und wir wollen mal ein bisschen zurückschauen. Bei Ihnen kann man 90 Jahre zurückschauen und Sie haben viele, viele Interviews geführt, angeblich über 1000 Interviews. Und Sie haben immer wieder den Menschen die Frage gestellt, hat sich eigentlich Ihr Leben gelohnt? Wenn Sie zurückschauen, wie ist das bei Ihnen? Die Frage habe ich wohl mehr als Jüngling gestellt als später, ja. Denn so eine solche Frage wie die Frage, sind Sie glücklich oder so, ist eigentlich nicht zu beantworten. Jeder kann nur sein eigenes Leben führen und geführt haben. Und manchmal sind die unbedeutenderen Leben, ich habe ja oft mit völlig Unbekannten gedreht, erfüllter und wichtiger als das der Berühmtheiten. Obwohl diese Leute es möglicherweise gar nicht wissen. Hat sich mein Leben gelohnt? Ich habe keine Ahnung. Jedenfalls war es erfüllter und beglückender, als ich es hätte erwarten können in meiner ziemlich bekümmerten Kindheit und Jugend. Sie sind eigentlich ein bisschen ein Getriebener. Sie haben eine Emigration aus Deutschland erlebt, sind quer durch Europa geflüchtet, waren in den USA, sind seit 1949 in Paris und Sie haben diese Zeit der Flucht eigentlich nie vergessen, sowieso nicht, aber nie ablegen können. Kann man so ein Kapitel im Leben, wenn es so schlimm war, nicht auch irgendwo als zurückliegend akzeptieren und sagen, damit habe ich aber jetzt nichts mehr zu tun? Nee, so nicht. So wenig, wie man eine Kindheit oder Jugend ablegen kann, weil das ja die Zeiten sind, in denen die Eindrücke am tiefsten sich in den Menschen eingraben. Aber man kann es verdauen. Man kann das Positive daraus ziehen, das sich in Gottes Namen ziehen lässt. Man kann was daraus machen. Und vor allem bin ja nicht umgebracht worden. Und meine Eltern auch nicht, wie so viele andere meiner Verwandten. Das gibt einem einerseits ein schlechtes Gewissen und andererseits doch einen gewissen Auftrieb. Wenn man damals nicht umgebracht wurde, vielleicht wird man nie mehr umgebracht. Wenn Sie geflüchtet sind, zunächst aus Wien geflüchtet sind, später in die USA als amerikanischer Soldat gekämpft haben im Zweiten Weltkrieg, dann haben Sie Erlebnisse gehabt, die so prägnant sind, sich so eingegraben haben, dass Ihr späteres Leben doch sehr stark davon beeinflusst war. Ja, ja, im Guten wie im Schlimmen ist eben Teil eines Lebens geworden. Aber man hat ja auch viel aus dieser Zeit gelernt. Krieg und Emigration und Krieg sind keine verlorenen Jahre. Obwohl man in dem Moment, während man sie erlebt, sich denkt, in dieser Zeit hätte ich ja studieren können oder einen Beruf ergreifen oder so. Nachher merkt man, wie viel Grundstock für eine spätere Laufbahn sich da angesammelt hat in der Zeit, die man für verloren hielt. Aber warum haben Sie dann gesagt, mit 30 war ich eigentlich ein Nichts? Das kann doch dann gar nicht sein. Ein Nichts in der Welt, ja. Keinen Beruf, keine Ahnung, was eigentlich aus mir werden sollte. War eigentlich kein Journalist, war kein Tagesbeobachter oder Schriftsteller. War kein Autor, war um diese Zeit kein Filmemacher, war ein mittelmäßiger Student, hatte keine definitive Sprache, schwankte zwischen Deutsch, Englisch und jetzt nur noch Französisch. Ja, ja, was war ich denn nun letztlich? Und so ein großer Liebhaber war ich auch nicht. Sehen das die Frauen anders oder? Oh. Oder müsste man da fragen? Versuchen Sie mich da jetzt festzunageln auf Dinge, die man nicht sagen darf. Ich habe aus dieser niederdrückenden Stimmung der Emigration und so weiter und des Daseins als Soldat zu viel
Selbstverachtung oder Minderwertigkeit gezogen, als dass ich hätte bei Frauen groß auftreten können. Das änderte sich dann mit der Rolle als Fernsehtyp. Sind Sie eigentlich ein Menschenfreund geworden? Sie waren eigentlich eher, so beschreiben Sie das, jemand, der Menschen gar nicht so gerne mochte. Hat sich das später geändert? Sie haben Interviews geführt, ganz viele Interviews mit sehr schwierigen Menschen. Und Sie haben immer wieder einen Zugang zu diesen Menschen gefunden. Damit muss man doch eigentlich ein Menschenfreund sein. Nee, Menschenbewunderer, Menschenerforscher. Erforsche, ob das auf Menschenfreundschaft herausläuft, das weiß ich eigentlich nicht. Aber Menschen zu sich heranziehen wollen und das Metier dieses Filmporträtisten und so weiter, das ich mir gewählt habe, ist ja eine Werbung um andere Menschen, ja, um das Verständnis, die Zuneigung, das sich öffnen der anderen Menschen. Da ist ja sehr viel Liebeswerbung drin. Und das führt natürlich zu einer Menschenwärme, einem den anderen Menschen als sich verwandt fühlen. Wenn das Menschenfreundschaft ist, nun ja, okay. Gibt gute und schlechte Seiten in den Menschen, die sich in Extremsituationen immer sehr deutlich zeigen? Ich habe eben gesagt, Sie haben den Krieg miterlebt, den Zweiten Weltkrieg auch als Soldat. Sie haben Verhöre geführt. Haben Sie da mehr den Zugang zu den Menschen im Positiven gefunden? Oder haben Sie, oder sagen Sie jetzt nach 90 Jahren, der Mensch ist eigentlich von Grund auf nicht gut? Nee, so. Nein, der Mensch ist sowohl gut wie böse. Und das hat schon Bo Lessing irgendwo gesagt in seinem Faustfragment. So schnell wie der Übergang vom Guten zum Bösen kann gar nichts auf der Welt sein. Ja? So ähnlich hat er das gesagt. Das ist das, wovon ich durchdrungen bin. Jeder Mensch kann umschlagen in einem Moment zum anderen. Ich will darauf nicht näher eingehen, einmal auf einen anderen Menschen geschossen. In dem Versuch, ihn umzubringen. Wo ich mich nachher gefragt habe, wie ist denn sowas möglich? Für sowas bin ich doch gar nicht geschaffen. Ja? Also, aber dieses Verständnis ist dann, dieses Verständnis des Bösen, dass jeder Böse in sich als gut empfindet, ist sehr wichtig für diesen Beruf, den Sie und ich uns gewählt haben. Wenn Sie jetzt mal die Zeit der Emigration noch einmal erinnern, die ja so prägnant für Sie sind, diese Jahre in den USA, in Frankreich später auch, sind das Jahre gewesen, in denen Sie nach einem Lebenssinn gesucht haben? Weil Sie haben eben gesagt, ich wusste ja gar nicht, was ich später machen wollte. Ja, natürlich. Man sucht natürlich nach einer Laufbahn, nach dem, was womit man seine Brötchen verdienen kann und das einen auch glücklich macht, ja, das ist klar. Lebenssinn im Verborgenen dahinter ganz bestimmt, ohne dass man es in diesem Moment weiß, weil man als junger Mensch ja nicht nach Lebenssinn grübelt. Aber ja, letztlich habe ich, glaube ich, schon mich auf diesen Beruf eingelassen, weil ich Dinge von anderen Menschen rausfinden wollte, die ich zum Überleben brauchte, zum inneren Überleben brauchte. Wie schaffen die das, so unverschämt, selbstverständlich zu sich selber zu stehen, während ich mich laufend in Frage stellen musste? Ja? Das war wohl einer der unbewussten Antriebe dieses ganzen Metiers. Herausfinden von den anderen etwas übernehmen können, was für einen selber nützlich ist. Und ich denke mir schon, dass die Intensität von diesen Filmen, die ich da gemacht habe, von vielen dieser Filme, darauf beruht, dass sie für mich
persönlich, dass diese Leute für mich persönlich etwas, mir etwas bringen sollten, das ich wissen wollte, wissen musste, übernehmen wollte, erleben wollte, sie sein wollte, mich in sie verwandeln wollte, in die anderen, die doch offenbar so selbstverständlich sie selber waren. Mhm. Ja? Das habe ich nachher, viele Jahre später, begriffen. Musste ich auch nicht wissen. Aber wenn man nachher älter wird, will man doch rausfinden, warum man was gemacht hat. Wenn man sich die 60er Jahre mal anschaut, Sie haben 62 begonnen mit einer, ja man kann schon sagen, wirklich historischen Form von Interviews und Beschreibungen hier aus Paris. Diese Sendungen waren oftmals an sehr einfache Leute gebunden, aber oftmals hatten sie auch Stars, ob Yves Montand oder Edith Piaf, die ganz großen Stars. Und trotzdem haben sie mit diesen Stars anders geredet, als das heute getan wird. Da ging es nicht um ein Buch und eine Schallplatte, sondern da ging es eigentlich um die Person. Haben diese Personen sie auch deswegen interessiert, weil sie selber sich spiegeln wollten und sagen wollten, wo stehe ich denn eigentlich? Ja, sagen wir, ich war immer unbeeindruckt von puren Erfolgsstorys. Dass die Leute Stars waren oder wurden und so weiter, hat mich weniger interessiert als die Motivation dahinter, der Antrieb, woher das kam. Ja? Bei der Piaf, das war ja eine wahnsinnig unglückliche Kindheit, die sie überwinden musste, ja? Und die sie dann herausgeschrien hat. Und jeder verstand das, weil doch viele Menschen das Schicksal geteilt haben, vor allem in diesen Kriegszeiten. Nicht wie wird man Star, sondern wie wird man zu einem erfolgreichen Menschen. Wie kann man seine eigenen Schwierigkeiten überwinden, seine Handicaps. Das hat mich interessiert. Aber der Erfolg an sich hat Sie doch nicht interessiert, sondern es hat Sie interessiert, was ist aus dem Menschen geworden und warum. Ich kann mich erinnern an ein Interview, an ein Porträt von Somerset Maugham. In diesem Gespräch haben Sie sehr deutlich gemacht, dass dieser ganz große Mann ein furchtbar unglücklicher Mann ist. Und zwar war er genauso alt wie Sie, 90 Jahre, und hat zurückgeblickt und war unglücklich über sein Leben. Sie hätten ihn ja auch als einfach tollen Schriftsteller darstellen können, aber er hat Ihnen gegenüber zugegeben, dass er eigentlich das Leben nicht geliebt hat. Darf ich Ihnen erzählen, wie das gelaufen ist? Mhm. Ich war ja in den ersten Sendungen des Pariser Journals nicht frei in meinen in der Auswahl meiner Person und so weiter, auch nicht in den Fragen. Man hat versucht, mir das vorzuschreiben. Die Sender wussten alles besser. Ja? Und ich sollte also Somerset Maugham fragen, lieben Sie französische Küche mehr als englische Küche? Oder was sind Ihre Lieblingsfarben? Ja? Und Somerset Maugham, dieser 90-jährige Mann mit diesem verbissenen Gesicht, trat auf in seinem wunderbaren Garten, drei Gärtner, ja, an der Côte d'Azur, wunderschönes Haus, zog ein Buch aus der Tasche und las vor, ich glaube, es ist in dieser kurzen Sendung drin, von Goethe auf Deutsch, er hat in Heidelberg studiert, alles geben die Götter, die Unendlichen, ihren Lieblingen ganz, alle Freuden, die Unendlichen, alle Schmerzen, die Unendlichen, ganz. Ja, da habe ich vergessen, was Ihre Lieblingsfarbe oder französische Küche. Und habe gefragt, sind Sie einer von diesen Lieblingen der Götter, die alles ganz erlebt haben? Und seine Antwort war, ich habe immer mehr gelitten, als ich mich gefreut habe. Wow, der erfolgreichste Dichter aller Zeiten in England, ja? Und ich fragte, ja, warum denn? Ja, weil ich gestottert habe. Man hat mich verachtet, weil ich stotterte. Und auf einmal war er tief in seinem Leben drin. Und da, in diesem Moment, habe ich alles gelernt, was ich überhaupt wissen musste für diese Sendung oder meine späteren Sendungen. Irgendwo ist der Einlass, der Eintritt, der Schlüssel, um an Leute heranzukommen. Und dieser Schlüssel ist das, was wir gemeinsam haben. Und das muss ich finden. Er und ich, sie und ich. Ja? Und das zu finden und
und unverschämt genug oder mutig genug zu sein, um diese Frage zu stellen. Das habe ich in diesem Moment gelernt. Er wollte, dass man gerade diese Fragen stellt. Ja? Und ich habe sie, und die ganze Sache hat, weiß nicht, 7 oder 10 Minuten gedauert. Und in dieser Zeit hat er sich preisgegeben, ja, zur Verblüffung des Senders, der doch wissen wollte, was seine Lieblingsfarben waren. Und seine Lieblingsblumen. Aber ist vielleicht auch das Negative, was man im Leben hat, Leid, was man erfährt, eine Motivation, etwas sehr Besonderes zu schaffen? Bei Somerset Maugham haben Sie genau das herausgearbeitet. Genau. Dieses Leid, dieses Quälen an sich selber, an seiner eigenen Person, war die große Motivation, etwas Besonderes zu schaffen. Absolut. Und er schrieb dann, diese furchtbare Jugend, die er gehabt hat, der Stotterer, hat er also umgepolt als Hinkefuß, ja, in seinem ersten großen Roman, Des Menschen Hörigkeit. Und er hatte es überwunden. Er hat es sich herausgeschrien und nachher konnte er leben damit. Ja. Nun, da ist doch etwas, was ich lernen konnte. Denn als Hinkefuß habe ich mich ja selber empfunden, obwohl ich keinen hatte. Ja. Hatte andere Handicaps. Jude, Emigrant, keine eigentliche Sprache mehr, kein Beruf, nichts, wie ich sagte, ja. Und aus solchen kurzen Zusammentreffen, auch dass er mich nicht von oben herab behandelte, nicht der große Autor an den kleinen Reporter, der an ihn herantritt, sondern mich als ebenbürtig einen Moment lang empfunden hat, weil er von mir heraus spürte, dass da ein echtes Interesse da war, dass ich herausfinden wollte, wie macht er das, ja? Wie hat er das überwunden. Da habe ich dann gelernt, wie man diese Dinge macht. Ja, das war doch was. Sie haben dann unglaublich viele Interviews gemacht, unglaublich viel sich versucht, in Personen hineinzuarbeiten, hineinzudenken. Personenbeschreibungen war eine große Serie von Ihnen. Was hat Sie so interessiert an Menschen? Man hätte ja an einem Punkt sagen können, ich bin jetzt ein erfolgreicher Medienmann, ich bin im Fernsehen präsent, jetzt widme ich mein Leben und meine Arbeit den etwas leichteren Dingen. Warum haben Sie sich immer hineingequält in solche Personen? Denn es sind ja ganz viele Grenzgänger dabei, es sind Mörder dabei, es sind Huren dabei, es sind Menschen am Rande der Gesellschaft. Sie haben ja nicht nur die großen Schriftsteller interviewt. Ja, ja, im Gegenteil. Gerade die einfachen Leute oder das allgemein Menschliche in den erfolgreichen oder Stars, ja, das hat mich interessiert. Ja, warum? Weil es, letzten Endes, weil es das war, was mich mit ihnen verband. Die Werbung um ihre Anerkennung, um ihre Freundschaft, um ihre Liebe. Das waren die Grundlagen dieser Filme, auch wenn die manchmal ganz kurz waren. Ja? Warum schafft der eine es und der andere geht unter? Und ich wollte nicht untergehen. Keiner will es. Ja? Also musste ich lernen, wie man nicht untergeht, trotz Handicaps und so weiter. Ja? Und dann habe ich herausgefunden, zu meiner Verblüffung, zur Verblüffung der Sender, bitteschön, dass genau das Publikum, das angebliche Publikum, waren ja lauter einzelne Menschen, die da saßen, ja? Oder Kleinfamilien oder so, ja? Dass genau das die Leute interessiert hat. Ja? Dass sie am Ende, auch wenn die Typen, mit denen ich drehte, möglicherweise unsympathisch waren oder ihnen fremd vorkamen. Ich wählte ja häufig Leute, die ihnen fremd sein mussten. Senegalesische Straßenkehrer. Ja. Genau am Ende, oder damals wie heute, Vorurteile gegen Homosexuelle, gegen Migranten und so weiter. Ja. Genau die Leute habe ich rausgeholt. Ja. Und am Ende sollten die Leute, die da vor dem Fernseher saßen und ihr Bierchen tranken und so weiter, sagen, oh, das bin ja ich. Und das ist doch das Größte, was man machen, was man erreichen kann. Ja? Dass die Leute sich mit anderen Menschen, die ihnen normalerweise fremd vorkommen, die von sich abhalten wollen, identifizieren müssen. Und dass sie merken, ich bin auch so, wenn ich ehrlich bin mit mir selber.
die Leute, die Zuschauer, zur Ehrlichkeit mit sich selber heranzubringen. Alles unbewusst, habe ich so nicht gewusst, ja. Habe ich erst später mir überlegt, dass es so war. Aber das waren so meine Motivationen. Aber was haben Sie bei den Zuschauern erreicht? Sie haben ganz viel vom französischen Leben, das muss man tatsächlich sagen, transportiert von Paris, von den Städten. Aber über diese Menschen haben Sie sehr viel, Sie haben jetzt gerade gesagt, auch Menschen porträtiert, die nun gar nicht in der Mitte der Gesellschaft waren. Haben Sie da bei den Zuschauern ein Verständnis erreicht? Glauben Sie, dass Sie da auch eine sozusagen Aufgabe erfüllt haben im Sinne von Verständnis für den Outsider, für denjenigen, der nicht in der Gesellschaft ist, erweckt zu haben? Naja, man lebt von dieser Hoffnung. Aber es kam ja auch Rückkopplung, es kam ja Briefe, es kamen ja... Wie haben die Zuschauer reagiert? Ja, auf eine verblüffende Art begeistert. Ich hatte ja auf einmal einen Beliebtheitsgrad erreicht, der mich und den Sender auch total verblüfft hat. Dürfte eigentlich nicht wahr sein. So nicht, war ja die Reaktion der Sender auf meine ersten Dinge, ja. So nicht, Herr Troller. Und siehe da, genau das hat funktioniert. Ich habe Dinge gemacht, Buchbinderei, meine Passion, ja. Der Sender hat gesagt, sind Sie denn verrückt geworden? Ja, und nachher kamen Anrufe und Briefe. Herr Troller, wie Sie in dieses alte Buch hineingeschnüffelt haben. Ja, alte Bücher riechen gut nach altem Leim. Papier riecht gut, ja. Und das hat uns überzeugt, ja. Nun ja, indem ich meine eigenen Passionen oder auch Schwächen und so weiter eingebracht habe, sind auch die anderen Leute darauf eingestiegen und damit das Publikum auch. Und da fand dann eine Symbiose statt mit dem Publikum, die mich total verblüfft hat. Und viel später, als ich dann nach der Wiedervereinigung in DDR reiste, ja, da sind ja Leute auf mich zugekommen, aber wirklich häufig, noch immer. Herr Troller, wenn Sie wüssten, was uns das bedeutet hat damals. Ja, wir sind ja extra heimgekommen, nur um Ihre Sendungen zu sehen und so. Ich hatte keine Ahnung. Der Sender hat einem auch verheimlicht, dann hätten Sie ja das Honorar erhöhen müssen, war nicht so gefragt, ja. Trotzdem noch mal die Frage, es gibt ein Porträt von Ihnen über Woody Allen. Woody Allen gilt als sehr menschenscheu, als sehr schwierig. Sie sind ihm in vielen Situationen mit der Kamera gefolgt, so als ob man sagen will, nun lauf mir nicht weg, ich möchte jetzt von dir wissen, warum du so menschenscheu bist, warum du vor mir wegläufst. Konnten Sie sich mit ihm ein bisschen identifizieren? Ich hatte ja schon vorher einmal, als Woody ganz jung war, 30 Jahre zuvor versucht, eine Sendung mit ihm zu machen. Er hatte gerade, glaube ich, seinen ersten Film gedreht, was sie ihm über Sex wissen wollten. Furchtbarer Film. Nein, war nicht furchtbar, aber damals empfand ich ihn als furchtbar. Er hat mich gehascht. Ja? Er saß da an seiner Handschreibmaschine und schrieb ein Drehbuch. Und ich sagte, warum schauen Sie so unglücklich aus? Und er sagte, ja, glauben Sie, es ist ein Spaß, lustig zu sein? Gute Antwort. Hat mich rausgeschmissen. 30 Jahre später hat er mich genauso gehascht, ja. Ohne sich an mich zu erinnern, natürlich, ja. Es war so furchtbar, dieses Interview mit Woody Allen, ja. Und dann wurde ich wütend. Ja, was soll's? Und dann brachte ihn eben zu der Aussage, indem ich dann fragte, sagen Sie mal, Sie sind doch eigentlich nur an der Ostküste und der Westküste bekannt in Amerika. Das ganze Mittelland kennt Sie ja gar nicht. Und er sagte, darauf kommt es ja nicht an. In New York kommt es an. In Brooklyn kennt mich jedes Kind. Und da bin ich nach Brooklyn gegangen und habe die Kinder interviewt. Ja, ja, aber da gab es ganz viele, denen Sie sagten, wie finden Sie Woody Allen? Und Sie sagten so etwas wie, ja, dieses Waschmittel kenne ich gar nicht. Na, Sie er sagten, ja, Woody wer? Woody wer? Ja, genau. Das war doch lustig. Und, aber das Furchtbare war, dass ich einen Vertrag mit ihm unterzeichnen musste, dass er den Film sieht vor der Ausstrahlung. Das erste und einzige Mal in meinem Leben. Furchtbar. In sechsfacher Ausfertigung. Und wir mussten den Film hinschicken. Und ich dachte, das ist jetzt das Ende.
keinerlei Reaktion. Keine Antwort ist auch eine Antwort. Wir sendeten den Film, ja. Also entweder hatte er mehr Humor, als ich dachte, oder er hat das gemocht. Aber Woody Allen ist doch, glaube ich, aus Ihrer Sicht dann auch jemand, der aus dieser sehr besonderen Disposition, die er hat, aus dieser sehr großen Menschenscheue, aus dieser er sehr großen... Er wollte nicht von mir verstanden werden, ja. Von allen wollte er verstanden und geliebt werden, aber nicht von mir. Ich denke mir, er fand eine Ähnlichkeit, eine Verwandtschaft, die er ablehnte. Ja? Er dachte sich, schöne Wort auf Englisch, nur Gott bewahrt mich davor, so zu sein wie du. Ja? There go I, but for the grace of God, there go I. Das hat er gefühlt, ja. Hätte nicht ein Riesenglück gehabt, so wäre er so geworden wie ich. Und daraus entstand dann diese Abneigung. Die konnte ich ja nicht durchbrechen, also musste ich ihn provozieren. Mhm. Und das habe ich dann in Gottes Namen getan. Ja, er war todunglücklich mit der ganzen Sache, davon bin ich überzeugt. Aber er hat auch alles getan, um uns dieses Interview unmöglich zu machen. Ja? Das einzige Mal, er hatte immer nur den Rücken zugekehrt und hat nur immer Yes und No gesagt. Und einmal habe ich gestikuliert, was ich sonst nie tue, und habe die Lampe umgeschmissen mit meiner Hand, ja. Die krachte zu Boden, das erste und einzige Mal, dass ich diesen Jungen begeistert sah. Das hat ihm gefallen, ja. Ich habe die Lampe umgeschmissen, da war er glücklich. Aber das heißt doch auch, Sie haben diese Distanz, die am Anfang eines solchen Interviews einer solchen Person gegenüber war, dadurch durchbrochen, dass Sie verschiedene Wege gesucht haben, wie komme ich an diese Person heran. Das konnte auch, Sie haben diese Verhöre damals als amerikanischer Soldat ja auch auf verschiedenen Ebenen geführt, eine Erfahrung sein, zu sehen, wie komme ich an jemanden heran. Muss ich den manchmal provozieren, muss ich ihn umschmeicheln? War das die Grundlage dafür, dass Sie dieser große Interviewer geworden sind? Große Interviewer weiß ich nicht, aber... Ja, das sagt man nun wirklich bei Ihnen. Also aber klar, da war etwas davon da. Diese deutschen Soldaten, die wir als amerikanisches Vernehmungsteam mit einer Infanteriedivision dazu bringen mussten, dass sie uns verrieten, wo welcher Stab liegt, wo welches Maschinengewehr steht, wo welche Artillerieeinheiten stehen und welche Panzerdivision im Rückhalt auf sie im Anmarsch ist. Ja, das war ja ungeheuer wichtig. Und das musste auf diese oder jene Art aus diesen Jungen herausgeholt werden. Mit Schmeichelei oder mit Drohung oder was immer. Ja, man musste auf Anhieb einen Weg finden, damit diese, viel Zeit gab es nicht, sehr oft waren das ja Dinge, die auf der Kippe lagen, ja. Man musste ganz schnell herausfinden, was diese Jungs wissen. Naja, da hat man einiges gelernt, ja. Auch Sympathie, will ich nicht ableugnen, 17-, 18-jährige Knaben, Schlosser, Gesellen und so weiter, die da auf einmal so Soldaten werden sollten, ja, die waren dann ja auch irgendwie, man hat ja auch für die gefühlt, ja, die waren ja so verloren wie ich. Aber wie konnten Sie denn positive Gefühle haben für die? Das war doch die Hitlerarmee, die hatte Sie doch aus der Heimat vertrieben, quer durch Europa geflohen über Jahre. Ich weiß es nicht. Aber das war da, ja. Es war auch da, oh Gott, darf man das sagen? Die sprachen ja deine Heimatsprache. Die sprachen nach so vielen Jahren Ausland, sprachen die auf einmal diese geliebte, trotz allem geliebte deutsche Sprache. Und nicht nur das, sondern sie sprachen eine Soldatensprache, ja, die man lernen musste. Das machte ja auch wieder Spaß, ganz unbewusst natürlich. Man lernte auf einmal Ausdrücke, von denen man nie gehört hatte. Mein Vater fragte mich Jahre später, Schorschi, sag mir, was bedeutet eigentlich verkraften? Mhm. Das war eine neue Sprache, ja. Die hatte man zu lernen. Und als angehender Autor, alles unbewusst, wollte man diese Sprache lernen. Man wollte nicht Emigrantor auf Lebenszeit reden,
schon, man wollte in die lebende Sprache wieder eindringen. Und das konnte man über diese Soldaten, die keine Ahnung hatten, dass man hinter solchen Dingen her war. Auch her war, ja. Aber haben Sie in dem Augenblick auch oft ganz gegenüber Ihrer normalen Emotion, die Sie ja haben mussten als Immigrant, als Geflüchteter, Sympathien auch für einzelne Soldaten gehabt? Haben Sie verstehen können, warum die nun plötzlich quer durch Europa zogen und Völker unterjocht haben? Naja, als ich in diese Sache hineinkam, wussten eigentlich die Deutschen, dass der Krieg verloren war. Ja, ohnehin, jeder gefangene Soldat ist der Überzeugung, dass der Krieg jetzt bald zu Ende geht. Das irgendwie gehört zur Psychologie des Gefangenen. Und nun ja, das waren schon nicht mehr die siegreichen Deutschen, die ich 1939 in Prag und 1940 in Frankreich erlebt hatte. Das waren nicht die schmucken Burschen, die ihren Führer, ewig siegreichen Führer, vergöttert haben. Das war schon was anderes, ja. Da durfte man schon Sympathie empfinden. Aber natürlich gab es da auch richtige Nazis und die haben wir dann fertig gemacht. Eines der letzten großen Porträts, was Sie gemacht haben, ist mit der inzwischen verstorbenen Frau des früheren Bundeskanzlers Helmut Schmidt gewesen, Loki Schmidt. Wir sind mit Loki Schmidt sehr lange an einem Elbstrand entlang gegangen und haben mit ihr über das Leben im Rückblick gesprochen und sie gefragt, was kommt denn danach? Können Sie sich vorstellen, dass danach nach Ihrem Tod etwas kommt? Und da hat sie gesagt, die Moleküle bleiben ja. Und wenn ich in irgendeiner Form, in einer Art von Pflanze wieder auferstehe, dann ist das eine sehr schöne Vorstellung. Was haben Sie für eine Vorstellung? Naja, ich finde das alles bewundernswürdig. Meine Frau glaubt auch an Seelenwanderung. Ich glaube eigentlich, das Einzige, was wir der Vergangenheit hinterlassen, sind unsere Kinder und unsere Filme. Sind Sie damit zufrieden? Können Sie damit abschließen und sagen, das ist in Ordnung? Ist okay. Man muss nicht überleben. Weder als Körper, noch als Geist, noch als Seele. Aber man überlebt natürlich in dem, was man vielleicht, hoffentlich, ja, doch ein bisschen den Kindern übermacht hat. Beide Töchter sind den literarischen oder filmischen Metiers untergekommen, ja. Und dann irgendwann einmal wird mein Vorlasch, der in der Berliner Kinemathek liegt, vielleicht von irgendwelchen Studenten der Filmwissenschaft ausgegraben werden und die schaffen da Ordnung hinein und sagen sich, oh, das war vielleicht gar nicht so doof, was der Toller gemacht hat. Ich bin mir sicher, dass das Resümee so aussehen wird. Danke für das Gespräch. Danke Ihnen.